Der Bauernbund Brandenburg hat mit dir und mit Sabine Nils vor 2 Jahren hier in Atterwasch das Bündnis Heimat und Zukunft in Brandenburg gegründet. Im vergangenen Jahr hatten wir schon einmal ein Dorffest für Heimat und Zukunft gefeiert, dieses Jahr also zum zweiten Mal. Gegenüber der Presse, der regionalen wie der überregionalen, werde ich nicht müde zu betonen, dass es sich bei diesem Dorffest um die zentrale Veranstaltung gegen neue Braunkohletagebaue in Brandenburg handelt. Das natürlich auch wahr. Dass es aber zugleich ein Dorffest im wahrsten Sinne des Wortes ist, das verdanken wir den Menschen aus Atterwasch, die dieser Veranstaltung den richtigen Rahmen geben. Pfarrer Matthias Berndt und den Kirchenchor und die Bläser, die wir eben gerade in der über 700 Jahre alten Feldsteinkirche von Atterwasch gehört haben. Wir verdanken es den vielen fleißigen Helfern von Feuerwehr und Heimatverein, allen voran Falco Höpfner, die Organisation, Aufbau und Bewirtung übernommen haben. Und nicht zuletzt verdanken wir es dem Getränkehandel Purz aus Guben, Ortsbürgermeister Uli Schulz, der aus seiner Landwirtschaft das Grillfleisch spendet, den vielen Kuchenbäckerinnen aus Atterwasch, sodass wir am Ende mit Einnahmen und Ausgaben mindestens eine schwarze Null schreiben können. Und daran müssen wir denken. Hinter uns steht nun mal kein millionenschwerer Konzern. Wir müssen unser Engagement mit unserer Hände Arbeit bezahlen. Auch der Reformationstag ist bewusst gewählt. Da kommt doch keiner. Wie könnt ihr nur einen Feiertag nehmen, werde ich manchmal gefragt. Und dann sage ich, wir nehmen uns ganz einfach selber frei für unsere Überzeugung. Wir werden nun mal nicht mit vollem Gehalt und vollen Bezügen von unserem Arbeitgeber freigestellt, um mit Geschrei und Trillerpfeifen durch die Straßen zu ziehen. Und ehrlich gesagt, wir beneiden diese sogenannten Lausitzer Kumpel auch gar nicht um dieses Privileg. Im Gegenteil, wenn wir dafür bezahlt würden, dass wir demonstrieren, damit andere Haus und Hof und Heimat verlieren, dann würde es uns, glaube ich, richtig schlecht gehen. Auf jeden Fall hätten wir ein schlechtes Gewissen. Ein weiterer Aspekt war für uns bei der Wahl des Reformationstages wichtig. Und ich muss zugeben, es war nicht mal der Gedanke des Plakates hinter mir. Energiewende ist die Reformation des 21. Jahrhunderts. Diese Aussage stammt von dem Wirtschaftswissenschaftler Christian von Hirschhausen, der vor einem Jahr bei uns im Podium saß, aus einem Interview in der Lausitzer Rundschau. Das ist natürlich eine nachträgliche Interpretation dieses Termins, von der wir alle hoffen, dass sie sich bewahrheiten wird. Nein, unsere Überlegung war viel banaler und eigennütziger. Am 31. Oktober haben wir Bauern unsere Felder bestellt und können ganz beruhigt anreisen. Dass es um diese Jahreszeit schon mal ein bisschen kühler sein kann, war uns bewusst. Ich glaube, wir hatten heute Bodenfrost. Aber der strahlende Sonnenschein, den wir bereits zum dritten Mal nacheinander haben, bestätigt doch diese Entscheidung und veranlasst mich, und jetzt dann doch wieder mit unserem großen Reformator Martin Luther zu sagen: Wenn Gott für uns ist, wer sollte wider uns sein? Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben diese Veranstaltung unter das Motto gestellt: Gewissen der Energiewende. Auf dem ersten Blick vielleicht eine etwas sperrige Formulierung. Wie kann ein politisch-ökonomischer Vorgang ein Gewissen haben? Was ist ein Gewissen? Nach dem Lexikon ist das Gewissen eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein. Es drängt uns, aufgrund unserer Werte bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen und damit unseren Werten entsprechend zu handeln. Tun wir es nicht, sind wir gewissenlos oder wir haben Gewissensbisse. Unser Gewissen erinnert uns daran, wie wir eigentlich handeln sollten. Nun, welche Werte stehen hinter der Energiewende? Für mich ist es einmal die Ehrfurcht vor Gottes Schöpfung und dann ist es der Menschentraum von einer Wirtschaftsweise, die immer funktioniert, die uns ein gutes Leben ermöglicht, ohne etwas kaputt zu machen, was den späteren Generationen für ein gutes Leben fehlt. Bei der Erzeugung von Nahrungsmitteln, denke ich, haben wir das schon sehr weitgehend geschafft. Warum sollte das nicht auch bei der Erzeugung von elektrischer Energie möglich sein? Und da stellen wir den Abgeordneten des Deutschen Bundestages mal nicht Aktionismus und Populismus, sondern genau diese Werte.
als sie vor 2 Jahren im Angesicht der Fukushima-Katastrophe nahezu einstimmig die Energiewende beschlossen. Und zwar ausdrücklich nicht nur den Ausstieg aus der Atomenergie, sondern auch die Umstellung auf mindestens 80% erneuerbare Energien bis 2050. Dann fragen wir uns natürlich, warum viele von denen jetzt nicht diesen Werten entsprechend handeln. Indem sie neue Tagebaue planen, deren Rohstoffvorräte weit über 2050 hinausreichen, untergraben gewissenlose Politiker die Energiewende, im wahrsten Sinne des Wortes. Andere verteidigen sie gewissenhaft. Ich freue mich schon auf die Abschlusskundgebung. Unser Gewissen erinnert uns daran, wie wir eigentlich handeln sollten. Wo nun sitzt es in diesem großen Komplex Energiewende? Liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, wir finden es genau da, wo die ungewendete Energie etwas kaputt macht, wo sie Heimat und Zukunft zerstört und wo es Menschen gibt, die sich diesem Zerstörungswerk entgegenstellen. Ich begrüße im Podium Petra Rösch aus Proschim, nicht weit weg von hier. Frau Rösch ist Landwirtin und steht dem Firmenverbund Proschim vor, der einen großen Landwirtschaftsbetrieb mit Ackerbau, Mutterkuhhaltung, Milchviehhaltung, eine Landschrafterei mit Filialen und Partyservice sowie erneuerbare Energien mit Biogas, Photovoltaik, Energieholzproduktion umfasst. Zurzeit sind 85 Vollarbeitskräfte beschäftigt. Nach dem Braunkohleplanverfahren Welzow Süd 2 der brandenburgischen Landesregierung auf Antrag von Vattenfall soll das Dorf Proschim mit dem Firmensitz und den meisten Flächen des Landwirtschaftsbetriebes abgebaggert werden. Ich begrüße zu meiner Linken Thilo Kranheis aus Pödelwitz. Pödelwitz liegt in Sachsen in der fruchtbaren Leipziger Tieflandbucht. Herr Kranheis ist Schlossermeister, führt einen Metallbaubetrieb mit einem Angestellten bereits in der 3. Generation. Außerdem ist er im Kirchenvorstand verantwortlich für die Pödelwitzer Kirche, die noch 100 Jahre älter ist als die hier in Atterwasch. Die Pödelwitzer haben eine ganz eigene Geschichte. Hier geht es nur um 2 Jahre Braunkohle, die die MIBRAG am Rande ihres bereits genehmigten Tagebaues Vereinigtes Schleheim noch gerne in Anführungsstrichen mitnehmen würde. Diese Randlage war die Grundlage für ein Angebot an die Dorfbewohner, freiwillig umzusiedeln. Und ich begrüße Stefan Pütz aus Immerath in Nordrhein-Westfalen. Herr Pütz ist Polizeibeamter und in dieser Runde sicherlich der Prominenteste, denn er ist derjenige, der mit einer Klage gegen seine Enteignung zugunsten des RWE-Tagebaus Garzweiler 2 vor dem Bundesverfassungsgericht steht. Die Verhandlung war vor einigen Monaten, die Entscheidung wird in der nächsten Zeit erwartet. In Immerath ist die Lage insofern anders, als dass der Tagebau bereits seit langem genehmigt ist und betrieben wird. Die, wie man so schön sagt, Inanspruchnahme von Immerath ist für 2017 vorgesehen. Fast alle Einwohner haben das Dorf in der Jülicher Börde bereits verlassen und sind an den Stadtrand von Erkelenz gezogen. Unseren Gästen im Podium ist eines gemeinsam. Sie sind keine Medienstars, die es gewohnt sind oder gar genießen, im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu stehen. Sie sind ohne ihre Schuld, überhaupt ohne ihr Zutun, in eine Situation geraten, in der sie sich politisch, juristisch und vor den Medien rechtfertigen müssen. Dabei wollen sie eigentlich nur das behalten, was ihnen gehört, ihre Häuser, ihre Höfe, ihre Heimat. Als wir vorher telefoniert haben, hatte ich mehrfach den Eindruck, sie würden einiges dafür geben, nicht im Podium sitzen zu müssen. Was ich andererseits verspürt habe, war eine finstere Entschlossenheit, nicht zu weichen und sich nicht einschüchtern zu lassen. Nicht vor dem Rampenlicht der Öffentlichkeit, nicht vor den Mächtigen aus Politik und Wirtschaft und auch nicht vor dem manchmal langen Weg zu Recht und Gerechtigkeit. Und ich muss sagen, dass mir diese Einstellung sehr viel Respekt und Bewunderung abnötigt. Ich freue mich über euer Kommen.
Und ich bin sicher, dass wir einiges von euch lernen können. Dann beginne ich jetzt die Podiumsdiskussion mit Stefan Pütz, der den weitesten Weg hinter sich hat, sowohl durch die Instanzen als auch von Immerath hinter Köln bis hier in die Lausitz. Die Jülicher Börde, das weiß ich aus meiner Landwirtschaftslehre, ist eine der vier Regionen Deutschlands mit den allerbesten Ackerböden. Und wenn ich die Bilder sehe, den Dom, die engen Straßen, sogar ein Krankenhaus habt ihr, dann ist das für mich fast eine kleine Stadt, heute natürlich eine Geisterstadt. Deshalb, was ist Immerath eigentlich für ein Dorf? Was verbindet dich damit, dass du diesen in jeder Hinsicht weiten Weg auf dich genommen hast? Ja, schönen guten Tag. Ich darf mich erstmal bedanken für den freundlichen Empfang. Und die weite Reise ist mir insofern leicht gefallen, als ich auf dem Hinweg gesehen habe, dass Brandenburg ein sehr schöner Landstrich ist, wenn vielleicht auch nicht mit ganz so fruchtbaren Böden wie bei uns die Jülicher Börde. Das ist schon ganz toll, was die Landwirtschaft da leisten kann, beziehungsweise was man da rausholen kann. Und das ist sicherlich auch einer der Punkte, warum sich viele Landwirte damit schwer tun, umgesiedelt zu werden, weil die Böden, auf die sie dann kommen, bei weitem nicht die Qualität haben, die die alten Böden gehabt haben. Ja, was mich motiviert, in Immerath wohnen zu bleiben, also Immerath ist mein Geburtsort, wobei ich nicht in Immerath aufgewachsen bin, sondern Geburtsort deswegen, weil dieses Krankenhaus da war. Aufgewachsen bin ich in Otzenrath, das ist jetzt die schlechte Nachricht, Otzenrath existiert nicht mehr, beziehungsweise nur noch der Ort Neu-Otzenrath, der umgesiedelt worden ist. Ich habe also am eigenen Leibe erfahren, wie das ist, den Heimatort zu verlieren. Und das ist alles andere als schön. Immerath war im Prinzip so der Ort, der in der nächsten Nähe gelegen war, wo man zu dem damaligen Zeitpunkt noch Baugrundstücke kriegen konnte. Und deshalb habe ich mich da angesiedelt. Ich habe mich in der Gegend immer sehr wohl gefühlt. Ich fühle mich in weiten Landschaften wohl. Und wenn man sich dann wohlfühlt, dann tut es sehr, sehr weh zu sehen, wie die Landschaft zerstört wird, wie der Boden aufgerissen wird, wie Dinge, die 20 Millionen Jahre lang ihren Bestand gehabt haben, nach diesem Akt nie wieder so sein werden, wie sie gewesen sind. Und dann überlegt man sich, ob das alles so richtig sein kann und versucht, etwas dagegen zu unternehmen. Ja, und so bin ich dann halt eben in die Bürgerinitiative gekommen und seit 1994 versuchen wir, den Tagebau da zu verhindern. In der Bilanz bisher relativ erfolglos, das muss man auch dabei sagen. Das hat dann dazu geführt, dass wir uns auch überlegt haben, wogegen kann man klagen, und da muss ich jetzt das Intro ein wenig korrigieren. Ich klage nicht gegen meine Enteignung, da ist in der Richtung noch gar nichts gelaufen. Wir versuchen, gegen den Rahmenbetriebsplan vorzugehen, und dagegen läuft die Klage, die ihren Start 1997 mit dem Widerspruch gegen den Rahmenbetriebsplan genommen hat. Dann kam nach etwa einem Jahr die Klage gegen den abgewiesenen Widerspruch vor dem Verwaltungsgericht Aachen. Die wurde abgewiesen, dann ging es vor das Oberverwaltungsgericht Münster, da wurden wir ebenfalls abgewiesen. Dann ging es zum Bundesverwaltungsgericht nach Leipzig. Da wurde uns das Recht zugebilligt, dass man durch den Rahmenbetriebsplan als Betroffener in der Region tatsächlich auch rechtlich betroffen ist. Vom Bundesverwaltungsgericht wurde die Sache dann wieder zurückverwiesen zum Oberverwaltungsgericht Münster. Dort gab man uns leider Gottes nicht recht und verband das abweisende Urteil auch damit, dass man uns nicht zugestand, wiederum in die Revision zu gehen. Daraufhin gab es eine Revisions-Nichtzulassungsbeschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht, die dann auch abschlägig beschieden wurde, sodass dann nur noch eine Möglichkeit da war nach über 10 Jahren, das war 2008, nämlich den Weg zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Eigentlich hatten wir gedacht, dass diese ganze Geschichte so nach einem Jahr dann ad acta wäre. Ja, das war 2008, wir sind jetzt 5 Jahre später. Aber haben zumindest den Teilerfolg erleben dürfen, dass unsere Angelegenheit am 4.6. diesen Jahres in sehr großer Ernsthaftigkeit vom Bundesverfassungsgericht verhandelt worden ist. Und ich deute die Dauer, die es jetzt zur Entscheidung hin braucht, als gutes Zeichen, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit diesem Urteil viel Mühe geben wird
Und ich hoffe, dass diese Mühe auch einen positiven Effekt für alle Betroffenen hat. Also nicht nur bei mir und in meiner Heimat, sondern in allen Bereichen, die vom Braunkohleabbau betroffen sind. Stefan, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz, weil von der Klage als solche wir natürlich alle schon gehört haben, aber noch mal kurz noch darstellen, was der neue Ansatz ist, nachdem ja sehr, sehr viele Beschwerden oder Klagen abgewiesen worden sind der betroffenen Gemeinden und einzelner betroffener Dorfbewohner. Der neue Ansatz ist jetzt beim Bundesverfassungsgericht vielleicht doch dieses Nazi-Bergrecht zu knacken nach all den Jahren. Ja, das ist natürlich, Nazi-Bergrecht ist natürlich ein sehr hartes Wort, allerdings nicht ganz ohne jede Berechtigung vor dem Hintergrund, als dass bis 1937 die Enteignung von befriedetem Besitztum nach dem preußischen Berggesetz untersagt war. Das ist erst in dieser unseligen Zeit geändert worden und hat aber dann bedauerlicherweise nach 1945 seinen Fortbestand gehabt. Also in der damaligen Zeit waren die Dinge tatsächlich mal besser geregelt, als sie das heute sind. Und die Frage ist halt eben, ob unsere Verfassung nicht einen Schutz vor einer Umsiedlung bietet. Wie wir alle wissen, ist das Eigentum an gemeinwohlpflichtig. Da rütteln wir auch gar nicht dran. Aber die Frage ist, ist auch das Individuum allgemeinwohlpflichtig? Und da kann man sehr starke Zweifel dran haben. Und es geht mehr als ums Eigentum. Also ich sag mal, die wenigsten hätten ein Problem damit, ein Stück Acker oder so für irgendeinen Zweck zur Verfügung zu stellen. Aber es geht um sehr existenzielle Dinge, wenn wir über Heimat sprechen. Und die hat einfach einen ganz anderen Wert als das Eigentum, als das bloße Eigentum. Da hängt viel mehr dran. Da hängt die Gemeinschaft dran, da hängen Emotionen dran, da hängen die Erinnerungen dran. Man wird gezwungen, sein ganzes Leben umzustellen, umzukrempeln, alle Dinge neu zu regeln in einer neuen Umgebung. Und da war der Ansatz, dass das mehr ist als Eigentum, also dass der Tagebau nicht in das Recht nur auf Eigentum eingreift, sondern auch in irgendetwas anderes. Und da ist uns dann 1997 ein Artikel in die Hände gefallen, ein fachjuristischer Fachartikel, der eigentlich die Situation sehr gut beschrieb und daraus eine neue Idee entwickelte, nämlich, dass eine Umsiedlung in das Recht auf Freizügigkeit eingreift. Das Recht auf Freizügigkeit bedeutet, dass man überall dahin ziehen darf, wohin man möchte in Deutschland. Das ist zunächst mal nicht auf der Hand liegend, dass das was mit dem Tagebau zu tun hat, denn eigentlich wollen wir ja nicht irgendwo hinwegziehen, sondern wir möchten da bleiben. Aber wenn man mal etwas weiter überlegt, und das war in diesem Artikel dann dargelegt, dann muss diese Freizügigkeit eine negative Komponente haben, nämlich dass man auch da bleiben darf, wo man möchte. Denn ansonsten könnte der Staat ja hinkommen und könnte sagen, also du darfst hinziehen, wohin du willst, und wenn man dann gezogen ist, sagt man, jetzt musst du da aber weg und da musst du weg und da musst du weg und da musst du weg, und letztlich darf man dann doch nur da bleiben, wo der Staat es möchte. Und das kann ja nicht sein, das ist nicht Zweck und Sinn dieses Grundrechts. Also eine negative Komponente, dass man da bleiben darf, wo man möchte. Und darauf richtet sich in einem ganz wesentlichen Punkt die Klage. Die anderen Punkte sind, dass, und das ist hier in Brandenburg sehr ähnlich, dass eigentlich alles, was die Umsiedlung betrifft, im Braunkohleplanverfahren geregelt wird, dass man da aber keinerlei Widerspruchsmöglichkeiten gegen hat, sondern allenfalls dann, wenn die Enteignung kommt, eine Möglichkeit hat, sich zu wehren. Und das kann nicht richtig sein, weil die Enteignung kommt zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich alles schon zu spät ist. Und genau auf diese Rechtsschutzmöglichkeiten zielt unsere Klage ebenfalls. Und dann ist noch ein dritter Zielpunkt, auf den diese Klage zielt, die Frage der Enteignung. Wenn man sich das Bundesberggesetz anguckt und nachsieht, was da zur Enteignung steht, dann ist das ein klassischer Zirkelschluss. Im Paragraph 1 steht so etwa sinngemäß, also der Bergbau hat den Zweck, Arbeitsplätze zu sichern, Bodenschätze zu gewinnen und so weiter und so fort. Und dann geht das so ein bisschen weiter und irgendwann kommt man dann zur Enteignung. Und bei der Enteignung steht dann, ja, also Enteignung ist statthaft, wenn das dazu dient, Arbeitsplätze zu sichern, Bodenschätze zu holen und so weiter und so fort. Und da muss man sagen, ja, dann ist es aber eigentlich
immer die Enteignung sofort angesagt, wenn es irgendwie um Bergbau geht. Und das ist eigentlich eine Regelung, die es nach dem Grundgesetz so ohne weiteres auch nicht geben kann. Das sind so die drei Komponenten, auf die unsere Klage setzt. Und ja, wir hoffen, dass es dann erfolgreich sein wird. Die nächste Frage geht an Herrn Kraneis, Thilo in Pödelwitz. In Pödelwitz sind die Ackerböden fast so gut wie in der Jülicher Börde. Aber Pödelwitz ist ganz klein. Es liegt am Rande eines genehmigten Tagebaus, von dem es ursprünglich verschont werden sollte. Kannst du uns bitte erstmal Pödelwitz vorstellen und dann erklären, wie es dazu gekommen ist, zu der Bedrohung des Dorfes und warum du dich engagierst? Auch erstmal hallo und recht herzlichen Dank für den herzlichen Empfang hier. Danke für dieses tolle Wetter. Und gleich, und nur gleich schon zu Pödelwitz. Es ist also ein wunderschönes kleines Dörfchen. 140 Einwohner, ungefähr 40 Grundstücke. Und es wohnt sich dort ganz, ganz toll. Ich selber bin erst vor 31 Jahren, also meine Eltern mit mir, dorthin gezogen. Wir haben dort gebaut. Ich habe im Nachbarort gewohnt, der also vor 31 Jahren weggebaggert wurde. Bin in einem anderen Nachbarort 8 Jahre zur Schule gegangen, der inzwischen auch weggebaggert ist. Meine Frau stammt aus Heuersdorf, ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff durch diese Umsiedlung von dieser Kirche. In dieser Kirche habe ich geheiratet, diesen Ort gibt es auch nicht mehr. Und irgendwann hat man es mal satt. Und wenn dann ein Kohleunternehmen kommt und sagt, hey, wollt ihr nicht umziehen, dann versteht man die Welt nicht mehr. Noch dazu, wenn dann gekommen wird und sagt, wollt ihr nicht freiwillig umziehen, und dann ein Großteil der Leute sagt, ja, das ist klasse, wir können uns verbessern. Und da steht man da wie verrückt. Und an dem Punkt war es dann spätestens so weit, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist irgendwo Schluss. Und dem Herrn sei Dank, dass ich tolle Mitstreiter habe, die da dagegen angehen und sagen, hey, das lassen wir nicht zu. Mit unseren Möglichkeiten, was wir haben, als ganz kleine Leute, lehnen wir uns auf und kämpfen mit allen Mitteln dagegen. Dieses Dorf zu erhalten mit unseren Häusern, die sehr alt sind teilweise, unsere Kirche, die von außen ganz toll aussieht, von innen mal noch eine Renovierung bedarf nach den vielen Jahren. Und in ganz vielen Bäumen, ähnlich wie ich es hier sehe, also wir haben viel, viel Bäume im Ort und es ist alles fantastisch, bis das Kohleunternehmen kam und eigentlich einen wahnsinnig bösen Keil in die Dorfgemeinschaft getrieben hat. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Danke soweit, Thilo. Liebe Frau Rösch, nach 2x Ackerzahlen über 70 sage ich jetzt nichts zum Boden in der Lausitz. Nur so viel, auch dieser Boden hat in den letzten 1000 Jahren seine Menschen ernährt und tut es bis heute. Sie sind nicht nur Ortsbürgermeisterin von Proschim, sondern auch die Chefin eines großen Agrarbetriebes. Über die Tagebauplanung Welzow Süd 2, denke ich, wissen die meisten hier Bescheid, aber vielleicht sagen auch Sie mal etwas zu Ihrem Dorf, zu Ihrer Verwurzelung dort und zu Ihrem Unternehmen und warum Sie das alles nicht eintauschen wollen. Vattenfall hat ja schon groß verkündet, sie würde die Existenz der Landwirte sichern wollen. Sicher würde sie Vattenfall Ihnen ein interessantes Angebot machen, aber Sie wollen nicht. Warum? Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich für die Einladung erstmal bedanken. Ja, und fange gleich damit an. Ich habe im Proschim ganz tiefe Wurzeln. Ich bin einer der wenigen, der noch an dem Ort schläft, wo er geboren wurde. Und deswegen ist das für mich schon der Punkt Nummer 1, meine Verwurzelung. Der Tagebau Welzow Süd, der läuft ja schon Anfang der 60er Jahre und hat 15 Dörfer schon verschluckt. Also von Welzow Süd oder in dem Einzugsgebiet vom Tagebau Welzow Süd ist nicht mehr viel. Da ist Proschim noch, da ist die Stadt Welzow noch, Petershain als Randlage, unter der Kohle liegt, Lieske, Bahnsdorf, die angrenzend sind. Und wenn man das alles noch irgendwo wegmacht, dann ist von unserer ganzen Region nicht mehr viel da. Es waren ja von den anderen Seiten Tagebau Schkado, Spreta, also ringsrum waren ja Tagebaue, die heute ausgekohlt sind, Alttagebaue. Und
die schöne Lausitz hat an der Stelle schon sehr, sehr viel geblutet. Wir haben einen zugelassenen Plan für den Tagebau Wälze Süd 1, der für das Kraftwerk Schwarze Pumpe noch 30 Jahre Kohle hätte. Ich sage hätte, ein genehmigter Tagebau, wenn man die Kohle dort verstromen würde, für diese gedacht war, für diese geplant war. Auch das wird nicht gemacht. Man wendet nochmal Energie auf und fährt die in andere Kraftwerke. Und zum anderen, man plant ja nun diesen Neuaufschluss, Wälzer 2. Da würde dann so bis 2040 hinaus weiter gebaggert werden. Und in diesem ganzen Konsens sagt man, man spricht von Energiewende. Wir sagen, Energiewende kann nur sein, wenn man diese genehmigte Zeit dafür nutzt, dass man endlich damit anfängt, wirklich was an der Energiewende zu tun. Wenn man nur zurückdenkt, vor 5 Jahren, wie sich die erneuerbaren Energien entwickelt haben. Wenn wir 10 Jahre weiterdenken, dann werden sicher Speichermöglichkeiten enorm entwickelt sein und. Aber das Größte ist ja, oder der größte Betrug an der Sache ist, dass sowohl der Konzern wie auch unsere Landespolitiker sich überhaupt nicht bewegen. Sie reden von Energiewende, aber tun nichts dafür. Und ein Stückchen Verständnis muss man auch für die Herren haben. Der Konzern schürft bei uns die Kohle ohne Förderzins. Er braucht für die Altlasten nicht aufkommen. Er schafft täglich neue Altlasten. Das ist so wie ein Elfer ohne Torwart. Wenn das Geschäft sich nicht lohnt, und dann kann man als eine privilegierte Berufsgruppe sagen, ja, hurra, wir wollen das auch noch recht lange, aber es darf mich persönlich nicht betreffen. Da wird es dann schon eng. Da bröckeln auch solche Leute in ihrer Einstellung. Ich denke, das darf so nicht weitergehen. Und das Schlimme ist, dass dann die brandenburgische Politik da der beste Wegbereiter in der Sache ist. Auch ganz, nicht ganz ohne Selbstlosigkeit, denn wenn man für die wirtschaftliche Entwicklung, für neue Strukturen sich gar nicht erst einsetzen muss, für die Veränderung, alles so laufen lässt, dann kommt man auch ganz gut über die Runden und kann sich mit anderen Blödsinn befassen. Und ich sage auch bewusst Blödsinn, denn wir sehen ja am BER Berlin, wenn Politiker da richtig eingreifen, kommt eben auch nichts Gescheites raus. Und so sind sie sich natürlich sicher, der große Konzern will seinen Geldfluss nicht abbremsen lassen und die werden das schon machen. Und da ist denen völlig egal, dass dafür Menschen, obwohl es nicht mehr, und davon bin ich überzeugt, sein muss, dafür Heimat und ihr Eigentum aufgeben müssen. Es wird in großem Rahmen verhindert, dass in unserer Region sich anderes entwickelt. Es ist ja schon so viel verschwunden, was wirklich auch andere Arbeitsplätze sein könnten. Es wird verhindert, dass sich Neues ansiedelt, weil jeder erstmal guckt, na, wie weit ist ein Vattenfall da, wie sind die Zeiten, da lassen wir es lieber. Das ist eine ganz böse Geschichte und ich denke, es kann sich nur entwickeln, wenn endlich der Hebel umgelegt wird, dass wirklich was ernsthaft gemacht wird, dass die Jahre, die genehmigt jetzt noch für den Kohlebergbau da sind. Und ich sage immer, ich will nicht, dass der Bergmann von heute auf morgen auf der Straße liegt. Dafür haben die alle eine Verantwortung, das zu verhindern und die Zeit zu nutzen und was zu entwickeln, die Struktur, auch erneuerbare Energien brauchen ihre Arbeitskräfte, gut ausgebildete Arbeitskräfte. Ich sehe es selbst im Unternehmen. Wir haben Photovoltaik, wir haben Biogas. Überall brauchst du gute Leute. Und deswegen den eigenen Leuten, den Bergmännern Angst machen und sagen, also die Verrückten, die lassen sich da nicht abbaggern und da verliert ihr eure Arbeit und so werden die Menschen in den Dörfern gegeneinander aufgehetzt. Das ist eine ganz böse Taktik. So darf das nicht weitergehen. Die sollen die Brücke. Die sollen die Zeit nutzen und da wollen wir gerne auch helfen, um diese Brücke zu nutzen, um aus der Kohle auszusteigen. Das ist das A und O. Und wir werden dafür kämpfen, dass es kein Wälzer 2 gibt.
Und wir sind ganz froh, dass dieser Prozess, den er vorhin hier gerade angeführt hat, gleich als erster Redner, dass es den gibt. Und selbst, was man nicht hoffen will, dass es schlecht ausgeht, es ist ein Zeichen und es ist nicht mehr wegzudenken. Diese ganzen Themen sind auf der Tagesordnung und auch wir werden nachrödeln, wo wir nur können. Wir lassen uns nicht abbaggern. Dankeschön, und ich hake gleich nochmal nach, weil Sie haben ja ein Stichwort gebracht, die Leute werden ja verunsichert und gegeneinander aufgehetzt. Nun gibt es ja in Proschim auch Dorfbewohner, die weg wollen, ein Verein mit dem Namen Zukunft Welzow Proschim, wobei die Zukunft eigentlich nur für Welzow gesehen wird, und der sie auffordert, ja ihre Blockadehaltung aufzugeben, endlich konstruktiv mitzuwirken an der Zukunft des Dorfes. Zu DDR-Zeiten sollte Proschim ja auch schon mal der Braunkohle weichen. Jetzt so eine Aktivitäten, wie können Sie sagen, jetzt die nächste Fragerunde, wie wirkt sich so eine Tagebauplanung für das Zusammenleben im Dorf aus? Wie wirkt sich das auf Ihr Unternehmen, die täglichen Abläufe, auf diesen Alltag aus? Wie geht Vattenfall in Proschim vor und was halten Sie dagegen? Ja, das ist mit diesem Verein oder andersrum. Proschim sollte vor der Wende, war schon zum Teil ein Ortsteil schon leer gezogen, und 1991 hat sogar das Land Brandenburg dafür geworben, weil es ja mit dem Tagebau an der Stelle dann Schluss ist, dass wieder der Ort besiedelt wird. Es wurden Häuser wieder verkauft, es sind Familien aus Cottbus oder aus anderen Orten gekommen und haben sich dort jetzt eine Existenz aufgebaut. Aber einige Häuser hat der Kohlekonzern für sich behalten, hat die nach der Wende vermietet und hat dort aus heutiger Sicht, das haben wir ja sehr spät erkannt, sogenannte Schläfer, trojanische Pferde, Maulwürfe, man kann sie unterschiedlich nennen, dort eingemietet. Und ich muss sagen, ich selbst bin solchen Leuten sogar auf den Leim gegangen, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der mit anderen Leuten gut kann und sagt, wenn jemand neu kommt, dann wollen wir die offen aufnehmen. Wir sind froh, dass Proschim wieder Zuwachs hat. Aber man hat dann ganz schnell gemerkt, das war dann fast wie zu DDR-Zeiten, und das haben wir ja zum Glück auch mitgekriegt. Wenn da jemand gehorcht hat, und so ähnlich war das dann, ich bin mir ganz sicher, dass über meine Person ein großes Dossier angelegt ist, und mache mir da keine Illusionen darüber. Und diese Leute waren Initiatoren, haben sich natürlich auch mit anderen Familien gut verstanden, und war ja, ist ja auch okay, wenn Leute im Dorf miteinander kommunizieren und sich anfreunden. Und sie haben dann gesagt, ja, wir sind ja dagegen, dass Welzow 2 kommt, aber wollen wir einen Verein gründen, der soll Zukunft Proschim Welzow heißen, und wir wollen da miteinander reden und nicht, dass da jemand euch falsch informiert, wir wollen da Informationen reinholen, vor allen Dingen von der Landesplanung und vom Bergbau, dass wir immer mit dem Ohr an der Masse sind, was richtig ist. Wir wollen nicht, dass es wegkommt, aber wir wollen gerüstet sein. Wir wollen also den Plan A nicht, haben aber den Plan B in der Tasche. Und wer einen Plan A nicht will, den andere aber wollen und von denen inszeniert ist, der denkt schon sehr viel über den Plan B nach. Ja, sehr viele Proschimer sind diesem Verein beigetreten. Mittlerweile haben sich schon wieder welche da verabschiedet und sagen, wir sind hinter die Dinge gekommen, aber es hat natürlich auch bei einigen Früchte getragen, und man wird nie ein Dorf, und das hat auch Bernd Siegert, glaube ich, beim Sternmarsch im Januar gesagt, es gibt die, die sagen, ich will unbedingt weg, und die kann man auch nicht halten, denn es gibt ja auch in jedem Dorf unterschiedliche Interessen, es gibt in jeder Familie unterschiedliche Interessen, und mancher sieht über diese Sache dann auch Persönliches geklärt, das muss man akzeptieren oder auch nicht. Und dann gibt es die, die sich nicht trauen zu zeigen, und dann gibt es die Hardliner, die sagen, mit uns nicht. Aber ich merke das im Proschim, dass diejenigen, die sich nicht trauen zu zeigen, doch gar nicht so wenige sind. Und für die lohnt es auch mitzukämpfen. Man hat uns als kleines Gimmick zum Beispiel von Vattenfall zum Dorffest, am Sonnabend unseres Dorffestes, in die Briefkästen
ein soziales Anforderungsprofil für die Umsiedlung von Proschim in die Briefkästen gesteckt, obwohl der Ortsbeirat sich dagegen ausgesprochen hat, dass so etwas in Proschim gemacht wird. Und ich war froh, dass 60 Familien gesagt haben, nimm das Zeug, wir wollen nicht alle unbedingt erkannt werden, manche hat gleich Namen draufgeschrieben, und schickt denen das zurück. Ich habe dann den Auftrag angenommen und habe das dann zurückgeschickt. Ich halte es für richtig und das ist meine Überzeugung. Ich möchte mit allen Proschimern, außer den ganz dollen Maulwürfen, gerne weiter so leben wie ohne Kohle. Und ich denke, wenn es dann einmal diesen Spuk nicht mehr gibt, wollen wir auch wieder ganz vernünftig in allen Richtungen denken können. Ich mache da keine Unterschiede. Es ist schwierig, manche Sache jetzt zu organisieren. Wir haben einen Dorfkrug, den haben die Proschimer vor vielen Jahren selber gebaut, zu DDR-Zeiten. Der hat jetzt keine Wirtin mehr und es ist ganz, ganz schwer, dort Gastronomie wieder zu etablieren. Damit wird ganz viel Dorfleben auch ausgebremst. Und unsere Stadt in Welzow, die tun alles dafür, für einen Zweizeiler mindestens ein halbes Jahr zu brauchen, um wieder mal was zu unternehmen. Also es ist ganz schwierig. Und wenn jemand kommt, kriegt er auch gleich gesagt, aber er soll auch wissen, dass das Einzugsgebiet Bergbau und es könnte sein, sie müssen dann weg und so. Das sind alles so Dinge, dass es uns nicht leichter macht. Wir suchen kleinere Orte jetzt im Dorf, wir machen unsere Festivitäten, wir hatten unser Dorffest, wir hatten unseren Erntetanz, auch ohne dem. Wir werden für unsere Kinder eine schöne Veranstaltung machen, für unsere Rentner. Also wir lassen uns da nicht unterbügeln. Und wir sagen, anders geht's nicht, dass wir bleiben. Und so viel, wenn Vattenfall auch sagt, wir können hier eine große Kapelle und alles her, uns reichen auch 2 Mann und da können wir auch lustig sein. Es ist ganz wichtig, dass das Dorf so gut wie möglich zusammenhält. Stefan, als ich zum Tagebau Garzweiler 2 recherchiert habe, habe ich im Internet so gut wie nichts über Widerstand gefunden. Das hat mich erstmal frustriert. Überall verblassende Ortsschilder, ja zur Heimat, Stopp Rheinbraun. Das heißt, es muss ja mal massiven Widerstand gegeben haben, aber irgendwie haben sich dann alle oder fast alle mit dem Tagebau abgefunden, dem bis 2044 11 Dörfer, 7000 Menschen zum Opfer fallen sollen. Wie haben sich die Menschen in den betroffenen Dörfern verhalten? Wie hätten sie sich im Rückblick anders verhalten können? Was ist sozusagen deine Bilanz aus 20 Jahren, auch als Botschaft an diejenigen, die erst am Anfang dieser Auseinandersetzung stehen? Ja, danke Rainer, dass du mich fragst. Dann kann ich ja jetzt mal so richtig als Besserwessi loslegen. Also eins, was mir hier auffällt, ist, dass ich mich offensichtlich in dem Teil Deutschlands befinde, der es in jüngster Zeit mal geschafft hat, eine vernünftige Revolution auf die Beine zu stellen. Und das spürt man. Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass dieses Denken in den Köpfen noch sehr stark drin ist und wenn es nicht mehr so stark drin sein sollte, dann muss es geweckt werden, weil das ist im Prinzip das Geheimrezept. Man kann als Gemeinschaft und als Solidargemeinschaft unglaublich viel erreichen. Und wenn man ein bisschen den schnöden Mammon mal aus den Augen lässt, sondern sich auf die Werte besinnt, die das Leben wirklich lebenswert machen, wie dörfliche Gemeinschaft, gegenseitiges Helfen und ähnliche Dinge mehr, dann wird schon einiges klarer. Ich denke, die Fehler, die wir gemacht haben, sind vielfältig. Aber es ist natürlich ein Punkt, jeder möchte irgendwo mal Orientierung haben. Und viele sagen, ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dann kommt das Argument, ja, ich möchte Planungssicherheit haben. Das ist einerseits verständlich, aber man muss sich immer vor Augen führen, welche Sicherheiten man im Leben denn wirklich hat. Man denkt immer über Zeiträume von 5 oder 10 Jahren. In solchen Zeiträumen kann so viel passieren, dass die Planungssicherheit letztlich, wenn man mal genau hinguckt, eine Illusion ist.
Man sollte sich dann an den Dingen festhalten, die einem wirklich was wert sind. Ich denke, der Punkt, an dem die ganze Sache gekippt ist, der Widerstand war sehr stark, solange sich die Politik, die örtliche und lokale Politik, vorangestellt hat. Und als dann irgendwann für die Bevölkerung das Signal kommt, es hat doch alles keinen Zweck, hat das halt eben dazu geführt, dass die Mehrheit den Mut verloren hat. Das war, glaube ich, der entscheidende Fehler. Und dann ist natürlich so der eine Punkt, es fehlt, glaube ich, den meisten an der Fantasie, sich vorzustellen zu können, dass man wirklich was erreichen kann. Man sieht sich dieser Übermacht eines riesigen Konzerns gegenüber, man sieht sich der Übermacht der Landespolitik gegenüber und das führt einfach dann zur Verzagtheit, die dann auch einer sehr starken Bürgerinitiative irgendwann das Genick bricht. Und insbesondere dann, wenn die ersten Umsiedlungen losgehen und man miterleben muss, dass die Abläufe einfach ungebremst vorangehen. Das, denke ich mal, das sind die ganz schwierigen Situationen und das sind eigentlich die Situationen, wo es dann oftmals auch wegkippt. Also das war meine Erfahrung. Die Bürgerinitiative war sehr stark. Wir haben es geschafft, gegen den Braunkohleplan 1995 19.000 Einwendungen einzusammeln. Also das war schon ein Kraftakt. Aber wie gesagt, es hat dann in der Phase direkt nichts gebracht. Die Politik war nicht umzustimmen. Das sollte aber keinen entmutigen, sondern ich denke, je deutlicher man macht, dass man es nicht mit sich machen lässt, desto größer sind die Aussichten auf Erfolg, letztlich die Sache zu verhindern. Das gilt heute mehr als es früher gegolten hat, denn die Fragen sind heute so offen wie nie. Wie will man die Klimaschutzziele denn erreichen, wenn die Braunkohleverstromung in gleicher Größenordnung weiterläuft? Das ist ein unauflösbarer Widerspruch. Und da haben nicht nur die Menschen hier einen Anspruch drauf, das zu erfahren. Da haben auch die Arbeitnehmer in den Tagebauen einen Anspruch drauf, das zu erfahren. Denn man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Politik sich da von einem Ende zum anderen etwas in die Tasche lügt. Eben weil dieser Widerspruch so ganz klar da ist. Also entweder man will den Klimaschutz, dann soll man es auch klar sagen, dann können die Tagebauer so weiterlaufen wie bisher. Oder aber man geht hin und sagt, wir wollen die Klimaschutzziele, aber dann muss man auch genauso klar sagen, an welcher Ecke man denn weniger Braunkohle verstromen will und in welchem Umfang das denn sein soll. Alles andere hat keinen Sinn. Thilo, es war schon von Spaltung, von Maulwürfen die Rede. In Pödelwitz ist ja die Lage so, die MIBRAG hat den Dorfbewohnern ein großzügiges Angebot gemacht, um dem Staub und Lärm des angrenzenden Tagebaus zu entgehen. Ausdrücklich war damals von einer freiwilligen Entscheidung die Rede. Jetzt sind 19 Einwohner übrig, die definitiv nicht umziehen werden. Plötzlich spricht man nur noch von einer Mehrheitsentscheidung, die akzeptiert werden sollte, und ihr seid die Spielverderber. Wie ist es dazu gekommen? Ja, und wie habt ihr euch dann gefunden als Gruppe? Ja, ursprünglich war es so, dass eigentlich unser Ort stehen bleiben sollte und das Kohleunternehmen versäumt hatte, bis an den Ort Lärm- und Staubschutz zu machen. Und mit dem Szenario gedroht hat, hey, es wird Zeiten geben, da wird es mal laut und es wird mit Dreck geben und Staub, wenn der Wind in der verkehrten Richtung weht. Und mit diesem Szenario, das man dann aufgebaut hat, hat man die Bürger wuschig gemacht, will ich mal sagen. Und da wir am Ort viele Leute haben, die zugezogen sind, also in unserem Ort sind 15 Häuser neu gebaut worden nach der Wende, ungefähr vor 15 Jahren. Und diese Leute kannten das Problem Kohle oder Staub oder Lärm noch nicht. Ich bin dort aufgewachsen in der Nähe, kannte das ganz genau. Und denen hat man jetzt auf immer Angst gemacht. Es war eine ganze Zeit ruhiger geworden, der Tagebau ging erstmal vom Dorf weg. Und jetzt rückte der wieder näher und man hat uns vorinformiert, was da kommt und hat die Leute eigentlich verängstigt. Und die haben gesagt, nee, ihr müsst das mit dem Lärm und dem Staubschutz machen und
die haben gesagt, nee, das geht eigentlich gar nicht so richtig. Und bis dann die Entscheidung kam von Seiten des Kohleunternehmens an die Bürger ran, wenn es euch nicht passt, dann zieht doch aus. Zu den Heuersdorf-Bedingungen, zu dem Heuersdorf gab es ein Gesetz, was die Entschädigung regelte. Und dort auf einmal fanden die Leute, die hauptsächlich die zugezogen waren, Gefallen dran. Oh, das, jetzt gibt es viel Geld und Und mit dieser Situation hat man den Keil in die Dorfbevölkerung reingetrieben. Und das war eigentlich der Anfang vom Sieg für die MIPRAG in dem Falle, dass man gesagt hat, jetzt haben wir die alle auf unserer Seite und die paar, die nachher nicht wollen, die kriegt man noch irgendwie. Und das ist eben eine ganz fiese Machart, die auch schon seinen Ursprungspunkt auch in Heuersdorf schon hatte, wo also meine Frau herstammt, dass also da Leute ganz gezielt in diese Richtung arbeiten. Inzwischen haben wir ja herausgefunden, dass einer der drei Geschäftsführer der MIPRAG für die Stasi tätig war, von 81 bis 89, also so ein ostdeutsches Phänomen, dass da Leute noch drin sitzen, die noch ganz andere Kenntnisse haben. Und das tut dann auch erstmal weh. Und wenn man dann gegen den Geschäftsführer vorgeht und den zur Rede stellen will, und dann heißt es, nee, ich war nicht dabei und pipapo. Und am Ende stellt sich raus, doch, der war dabei. Und die Regierung deckte noch, der wird ausgestattet mit Befugnissen und niemand tut was dagegen. Und wenn eine Staatsregierung trotz Aufforderung da nichts tut, dann stellt man sich selber schon mächtig gewaltig Fragen und sagt, wie weit ist denn das mit der Stasi noch hier im Osten verwickelt, wie weit geht denn das in den Bereichen? Und das tut irgendwo weh und nirgendwo kriegt man dann so richtig Unterstützung und da haben wir gesagt, nee, da gehen wir selber los. Und was haben wir zu verlieren? Wir haben unsere Heimat zu verlieren, also das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es ist zum Glück nicht mehr so, dass man eingesperrt wird oder dem Herrn sei Dank sein Leben nicht verliert. Also was haben wir zu verlieren? Es geht los. Wir gehen gegen diese Sache vor und das wollen wir verhindern. Ja, das wollen wir verhindern. Ihr seid ja eine kleine Gruppe. Also ihr seid, das ist vielleicht auch das Besondere jetzt in Pödelwitz. Wir haben ja gehört, man versucht die Dorfgemeinschaft aufrechtzuerhalten. Wird ein schwieriger Prozess, vermutlich, je weiter das geht, wenn man das hört, was Stefan Pütz gesagt hat. Und ihr seid sozusagen schon ganz am Ende dieses Prozesses, also ihr seid reduziert auf einen harten Kern, hat möglicherweise auch Vorteile. Ja? Ihr wisst, woran ihr seid, ihr habt klare Verhältnisse. Was macht ihr oder was habt ihr vor, um in den nächsten 12 Jahren, in denen sich das Dorf ja sukzessive leeren wird, eure Position zu halten und zu verbessern? Also eure jetzigen Aktivitäten, habt ihr juristisch, glaube ich, auch schon was angepackt. Wird es zum Beispiel noch Gottesdienste in der Pödelwitzer Kirche geben? Wie wollt ihr eigentlich diese nächsten 12 Jahre, die entscheidend sein werden, gestalten? Also dadurch, dass wir sowieso schon ein kleines Dorf waren, macht uns das überhaupt keine Angst. Wir lassen es am Ende 5, 6 Grundstücke sein, die noch da sind und die bewohnt sind. Wir haben in unserem Gemeindeverbund, der zu Kreutsch gehört, noch ein anderes Dorf, das sind 3 Gehöfte. Wir sind immer noch größer und haben sogar noch eine Kirche. Wer soll uns da verjagen können, oder was? Und dann gibt es Gottesdienste, die sind leider nicht so besucht wie heute hier. Ich muss gestehen, wir waren schon manchmal zu zweit und zu dritt. Aber wo 2 oder 3 zusammen sind. Ja. Und die machen trotzdem Spaß und der Sonntag ist trotzdem schön und beginnt toll. Und gerade durch dieses Merkmal kommen dann sogar noch Besucher und sagen, hey, wie ist denn bei euch der Gottesdienst? Manchmal, Gott gäb's, aber manchmal sind wir dann in der Kirche vielleicht mehr, als wir Einwohner sind. Und das macht mir keine Angst, weil ich sage, ich will dieses Dorf erhalten und über diese Zeit hinweg retten. Für uns steht dieses magische Datum, dass wenn der Bagger 2028 oder 2029 vorbei ist, dann ist es gerettet. Und dann waren wir paar, die das Bindeglied diesen Ort nach 700 oder 800 Jahren, keine Ahnung, so richtig ist das eben nicht gedacht, dass in die nächsten 700 Jahre gerettet haben. Wenn wir nicht gewesen wären und hätten gesagt, hier los, das packen wir, dann ist auf einmal das Dorf weg. Und ich habe es ja durch, wie das ist, wenn man ein Dorf verliert. Und noch eine andere Sache zu der Situation, wie das ist, wenn das Kohleunternehmen kommt. Man beschäftigt sich ja jeden Tag mit der Problematik. Das macht ihn total wuschig. Weil es gibt Zerwürfnisse, also mit Freunden, man diskutiert und jeden Tag, dadurch, dass ich nun das Geschäft habe, kommen Kunden und ey, was wird denn nun mit Pödelwitz? Und jeden Tag fängt man die Leier wieder von vorne an, man kommt gar nicht zum Arbeiten.
Und jeden Tag ist dieses Problem präsent. Der zieht aus und was ist denn jetzt der und was wird dem? Und wie geht man das selber damit um? Und jeden Tag denkt man, Mensch, hältst du das durch? Und das ist eben schön, wenn man diesen harten Kern hat, meine beiden Mitstreiter, die dann auch mal Mut machen, wenn man dann so ein kleines bisschen doch durchhängt und sagt, los, komm, das kriegt man hin. Und das baut ungeheuer auf, diese Sache. Und da sagt man dann auch, gut, lass die gehen wollen. Wenn sie denken, sie finden woanders ihr Paradies, sollen sie es haben. Vielleicht gucken sie irgendwann mal, wenn sie ehrlich sind, in 20 Jahren zurück und sind neidisch, was wir uns erhalten haben und was vielleicht auch aus unserem Ort, der eine ganz fantastische Lage haben wird, wenn der Tarabau mal rum ist. Ob ich es erlebe, weiß ich nicht, aber für uns, für meine Tochter, dass ich sage, hey, das ist ein ganz toller Standort und dort den Baum habe ich gepflanzt und das ist das, was wir retten wollen und was bleiben soll von uns. Vielleicht nochmal zwei Worte zu den konkreten Aktionen Öffentlichkeitsarbeit juristisch. Ihr habt ja zwei Sachen angepackt. Ja, in der Öffentlichkeit. Der Nachbar hat ganz fleißig gearbeitet und hat über 90 Adressen aufgetan von Zeitungen. Dann haben wir zusammen die alle angeschrieben und haben gewartet auf Reaktionen und die kommen jetzt immer öfters und immer intensiver, dass also die Zeitungen vorstellig werden, das Fernsehen da wird und dass eigentlich auch ein Interesse an dieser Situation da ist. Und so wird auch die Politik unter Druck gesetzt und die kann sich jetzt nicht rausreden, dass das jetzt hier also unter den Tisch gekehrt wird oder gar nicht da ist das Problem, sondern das ist täglich präsent und auch die Politiker müssen sich jetzt, ob sie wollen oder nicht, damit auseinandersetzen. Natürlich haben wir auch uns eine Rechtsanwältin gesucht, die uns berät und gesagt, in welchen Punkten wir einschreiten müssen und dann auch sagen kann, hey, dort müssen sie aufpassen und da an den Punkten, wenn der Rahmenbetriebsplan dann mal ausgelegt wird, das dürft ihr nicht verpassen und dass wir da juristisch hoffentlich auf einem guten Weg sind und dann hoffen und beten, dass Karlsruhe entscheidet. Frau Rösch, im Beteiligungsverfahren für den Braunkohleplan Welzow Süd 2 haben Sie jüngst einen echten Erfolg verbuchen können, mit dem viele ja nicht gerechnet haben. Trotz einer massiven Kampagne von Gewerkschaftsbonzen, Konzernmanagern, Politikern aus der Region, massive Unterstützung, deine Stimme fürs Revier, haben die Kohlebefürworter nur 60.000 Unterschriften sammeln können und die Kohlegegner 120.000. Nun, da haben ja viele hier mitgeholfen. Nun wird das Ergebnis, soll ich sagen, ich sag's, in den lokalen Medien, Klammer zu, totgeschwiegen oder es wird in eine Richtung gedrängt, das waren ja die Leute von außerhalb, da fragt man sich, wer ist denn außerhalb, ist es außerhalb von Proschim, ist es außerhalb der Lausitz, ist es außerhalb von Brandenburg oder letzten Endes, ich weiß noch, als es hieß, wofür wir die Braunkohle brauchen, da hatten wir ja hier Verantwortung für ganz Deutschland. Und nun sind die Unterschriften aus Deutschland nicht mehr willkommen. Ja, was ist denn das für ein Patriotismus? Das ist sozusagen Patriotismus gegen Provinzialismus. Aber okay. So, nun wird das Ergebnis totgeschwiegen. Man hat getan, als es wären das die Lausitz. Sie haben in Ihrem Internetauftritt wo ich geguckt habe, der heißt ja, wir sind die Lausitz kommen, Sie haben das Bild einer anderen Lausitz gezeichnet. Setzen Sie dem selbstbewusst entgegen, was haben Sie vor, um dieser anderen, besseren, zukunftsträchtigen Lausitz, wenn man bedenkt, dass ein Drittel der Lausitz bald abgebaggert ist, dieser Lausitz, die es auch in 1000 Jahren noch geben soll, dieser Lausitz mehr Gehör zu verschaffen, vielleicht jetzt im Wahlkampf, was sind die Dinge, die Sie jetzt, die nächsten Dinge, die Sie vorhaben und wo wir Sie vielleicht unterstützen können? Erstmal möchte ich die Gelegenheit nutzen, da ja viele da sein werden, die uns unterstützt haben bei diesen Einwendungen, nochmal Dankeschön zu sagen. Das ist ein ganz großes Ergebnis gewesen. Wir haben nicht an die 100.000 geglaubt, aber an 121.000 dann am Ende. Das war ganz große Klasse. Vielen Dank allen denen, die auch hier vor Ort sind, die uns unterstützt haben. Eigentlich müsste ich ja am meisten Hoffnung
auf unseren neuen Ministerpräsidenten setzen. Er hat sich ja ein bisschen vertan, als er sich für die Kohle ausgesprochen hat, aber in seinem Eingangsinterview in der Lausitzer Rundschau, die ja nur die Wahrheit schreibt, hat er ja deutlich gesagt, die große Kraft für ihn ist seine Heimat. Und er geht nach Potsdam, aber nur auf Besuch. Ihm ist seine Heimat wichtig und das bleibt. Und auch Herr Platzig hatte das vorher gesagt, als er abgedankt ist, dass er also jetzt Zeit für seine Heimat hat. Das ist ihm wichtig, das war ihm immer der Ort, wo er Kraft geschöpft hat. Und wir sagen, unsere Heimat ist uns mindestens genauso wichtig, wir sind mindestens genauso wichtig wie Dietmar Woidke und Matthias Platzig und wir schöpfen, wir und Generationen nach uns, in unserer Heimat die Kraft. Und dafür werden wir kämpfen. Es ist abzuwarten, wie Herr Rupeper, ehemaliger Amtsgerichtsdirektor vom Gericht in Cottbus, für mich eigentlich sehr komisch, dass der gerade einen Verein gründet, Pro Lausitzer Kohle. Eigentlich habe ich immer von der Gerichtsbarkeit so ein bisschen den Schein von Neutralität gehabt. Aber wenn einer dann das als Aufgabe im Rentenalter übernimmt, und dann von Volksfest zu Volksfest läuft, bei Bier und Wein Unterschriften einzusammeln für einen Status, für ja, Privilegien einer Schicht. Also da falle ich dann doch ein bisschen vom Glauben. Aber es ist Meinungsfreiheit, wir haben uns auch geäußert. Bloß interessant wird es natürlich bei der Erörterung. Die erste Erörterung zur Welt zu Süd war für meine Begriffe unterirdisch. Alle, die da waren, werden mir recht geben. Wir durften nochmal vortragen, das, was wir geschrieben haben. Wir haben keine Antworten gekriegt. Also wir wurden da ein bisschen wie dumme Kinder vorgeführt, noch vor und vor. Und wer dann verpasst hatte die Zeit, weil gerade mal eine Pause angesagt war, der hatte nach der Pause nicht mal mehr Rederecht. Und dann haben wir 8 oder 9 Monate auf das Protokoll gewartet. Ja, und dann kam dieser zweite Entwurf. Also es wird interessant sein, wie man jetzt damit umgehen will, mit wirklich grundierten Einwendungen, wirklich sachlichen Argumenten, die alle überhaupt nicht irgendwo in dieser Erörterung ja, zur Rede kamen. Das ist schon eine traurige Aktion und umso mehr wird es jetzt interessant sein, wenn jetzt 60.000 für die Kohle, die werden ja dann sicher auch dort sein, sicher mit Bussen rangefahren werden, das können sich die Kohlegegner noch nicht so leisten, aber ja, das wird noch eine spannende Sache. Man hat auch ein kleines Gimmick dabei vor, man hat es in die Adventswoche gelegt, vom 2. zum 3. Advent, also all die betroffen sind vom Bergbau, sollen auch eine friedliche Weihnachtszeit noch haben, da erörtern wir also. Also man unterlässt nichts von diesen kleinen Dingen, die das Leben so versüßen. Das Thema Kohle wird bei den Landtagswahlen eine Rolle spielen. Das spielt in den Parteien eine Rolle. Wir sehen es jetzt, dass wenn wir mal die Bundespolitik anschauen, in Brandenburg ist es noch etwas anders, aber dass selbst in den beiden großen Parteien, in denen jetzt Koalitionsverhandlungen geführt werden, die Meinungen durchaus nicht einheitlich sind und man nicht das Gefühl hat, es verhandeln die Sozialdemokraten und die Christdemokraten miteinander, sondern man hat das Gefühl, es verhandeln die Kohlegegner und die Kohlebefürworter miteinander. Und hoffen wir, dass dabei was rauskommt, was für unser Land gut ist. Auf jeden Fall können wir in Brandenburg im Vorwahlkampf natürlich zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit für uns in Anspruch nehmen und ich denke, da wird auch in Proschim einiges noch geschehen. Lieber Stefan, in Henrik Ibsens Volksfeind gibt es den Ausspruch, der Starke ist am mächtigsten allein. Der könnte sich mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts bewahrheiten, das wünschen wir uns alle sehr, aber wir wollen natürlich heute nicht spekulieren. Allerdings gibt es im Vorfeld dieses Urteils und zeigt gleich mit diesen Koalitionsverhandlungen eine neue Entwicklung in eurer Region nach einem Medienbericht, wonach RWE Power überlegt, Garzweiler 2 gar nicht zu Ende zu führen. Was hat es damit auf sich?
Wie siehst du das, wie beurteilst du das und wie siehst du die Chancen, dass aus dem Widerstand eines Einzelnen wieder der Widerstand vieler wird? Wie siehst du, wird es in Nordrhein-Westfalen weitergehen? Lieber Reinhard, ich muss dich an einer Stelle korrigieren. Es ist nicht der Widerstand eines Einzelnen. Also den Eindruck, den möchte ich hier sofort zerstreuen. Ich bin nicht der Einzelkämpfer. Es hat immer eine Bürgerinitiative gegeben. Es hat den BUND Nordrhein-Westfalen gegeben. Und ich würde jeden Neugierigen warnen, so etwas alleine auf seine Schultern zu nehmen. Also ein bisschen Rückhalt braucht man. Auch wenn das bei uns nicht so aussieht wie hier. Also eine Veranstaltung in der Größenordnung, vielleicht haben wir das mal einmal geschafft, aber man muss das in Relation sehen. Bei uns wohnt die zehnfache Anzahl von Menschen. Wenn ich mir das hier angucke, wie viele Menschen hier im Ort leben und wie viele dann tatsächlich anwesend sind, dann ist der Mobilisierungsgrad hier deutlich höher, als es bei uns der Fall war. Das also schon mal vorab. Von daher kann dieser leichte Eindruck des einsamen Kämpfers natürlich aufkommen. Aber gut, es hat sich jetzt wirklich in meinen Augen etwas getan, was seit 10 Jahren nicht mehr der Fall gewesen ist, durch diesen Zeitungsbericht, der berichtete, dass das RWE selbst Erwägungen hätte, den Tagebau einzustellen, ist bei uns nochmal richtig Bewegung gekommen. Das hat dann also auch die Politik dazu geführt, die Kommunalpolitik zu sagen, wenn das so sein sollte, dann machen wir mit den Umsiedlungen nur dann weiter, wenn es eine Garantieerklärung gibt, dass der Tagebau auch so durchgeführt wird, wie er geplant wird. Wir haben derzeit eine Koalitionsvereinbarung, die ganz klar sagt, dass in Bezug auf die Braunkohle die Klimaschutzziele mit eingebaut werden sollen. Man hat nur bisher noch ein wenig zugewartet, sage ich jetzt mal, diese Koalitionsvereinbarung dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und jetzt ist es einfach so, dass sich die Probleme auf einen Punkt zuspitzen. Wobei ich glaube, dass man gerne den Zeitpunkt des Urteils abwartet, um sich nicht über Dinge streiten zu müssen, die sich dann möglicherweise von selbst erledigt haben. Aber man wird, egal wie das Urteil ausgeht, an dieser Entscheidung nicht vorbeikommen zu sagen, wie man denn CO2-Ziele umsetzen will und gleichzeitig den Tagebau in gleicher Größe fortführen wird. Also da denke ich, da wird eine Änderung kommen. Und von daher haben wir jetzt eine neue Situation und auch eine Situation, die die Leute vor Ort wieder Hoffnung schöpfen lässt. Ob es denn dann so reicht, einen so lebhaften Widerstand wie hier hervorzuheben, ich würde es mir wünschen. Aber das kann ich im Moment noch nicht absehen. Aber da hat sich jetzt wirklich was getan. Und ich glaube, diese Situation, dass die Dinge auf den Punkt zulaufen. Man kann die Energiewende nicht mehr wegreden. Die ist da. Und wenn man 25% einer neuen Energie, die vorher nicht da war, plötzlich hat, dann muss man sich ja überlegen, wie man die einsetzt. Und das ist auch eine wichtige Nachricht in Richtung Arbeitsplätze. Der Strom wird nur einmal produziert. Und wenn wir ihn auf die andere Weise produzieren, dann muss an dem anderen Ende etwas wegfallen. Und die Arbeitsplätze, die in der Braunkohle da sind, sind zugleich Arbeitsplätze, die an anderer Stelle Arbeitsplätze wegnehmen. Das muss man auch mal klar sagen. Ja, die Energie wird nicht zweimal produziert werden. Also der Anlagenbauer, der eine Biogasanlage baut, der nimmt im Prinzip der Braunkohle Arbeitsplätze weg und umgekehrt. Nur im Saldo sieht es so aus, dass die regenerativen Energien arbeitsplatzintensiver sind als die Produktion von fossilen Kraftwerken. Und das ist einfach der Punkt, wenn es um Arbeitsplätze geht, machen wir eigentlich ein Plus mit den regenerativen Energien. Und wenn die Energiewende erfolgreich ist, dann ist es vollkommen klar, dass an dieser Stelle der fossilen Energien Arbeitsplätze wegfallen werden. Das kann man sich nicht schönreden. Das ist ein Umverteilungsprozess, aber eigentlich kann die Allgemeinheit bei diesem Umverteilungsprozess der Gewinner sein. Und deshalb sollte man so darauf drängen, dass er dann auch letztlich konsequent weitergeführt wird. Ja, danke schön. Die Uhr ist ein wenig vorgerückt. Ich kann sie nicht sehen, aber ich habe es mir gerade sagen lassen. Ich versuche noch mal ein paar Aspekte, die ich jetzt und auch im Vorwege bei unseren Telefonaten aus diesen Diskussionen gewonnen habe, ein paar Einsichten zusammenzufassen. Die Ankündigung eines Tagebaus ist für die Menschen in den betroffenen Dörfern erschütternd wie eine Kriegserklärung. Alles Gewohnte wird radikal in Frage gestellt.
je mehr man mit einem Dorf verbunden ist, in dem man vielleicht geboren ist, aufgewachsen oder in dem man sich etwas Eigenes geschaffen hat, desto schlimmer. Und je älter man ist, desto schwieriger für die eigene Lebensplanung. Selbst wenn die materiellen Verluste ausgeglichen werden, bleibt der Verlust an emotionalen Bindungen, bleibt die zwangsweise Veränderung des Lebensweges. Und deshalb ganz egal, wie es ausgeht, ob die Betroffenen nachher in irgendeinem Neubaugebiet hocken oder am Ende der langen Auseinandersetzung doch bleiben können, was wir alle hoffen, die Tagebauplanung bestimmt fortan ihr Leben. Da können wir von außen nur begrenzt mitreden, aber wir können mitfühlen und vielleicht können wir mithelfen. Das wollen wir jedenfalls alle. Der zweite Aspekt, das betrifft auch die zweite Fragerunde, betrifft die Dorfgemeinschaft. Die sollte man versuchen, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, aber man darf nur sehr begrenzt darauf hoffen, dass sie solidarisch zusammensteht oder sich der Illusion hingehen, dass das Netzwerk an zwischenmenschlichen Beziehungen, was so ein Dorf immer bildet, diesen Druck auf Dauer standhält. Es wird immer einen Teil der Dorfbewohner geben, der in der Lage ist, Widerstand zu leisten. Auf der anderen Seite gibt es auch immer die Verzagten, die meinen, man könne ja doch am Ende nichts ändern. Und natürlich gibt es auch die Beflissenen, die versuchen, für sich das Beste draus zu machen. Das ist normal, da darf man nicht mal böse drauf sein. Wichtig ist, dass sich die Entschlossenen, die die Auseinandersetzung nicht scheuen, möglichst früh zusammentun und miteinander fest vereinbaren, sich in die Augen schauen und fest vereinbaren, wie sie sich verhalten und wie weit sie zu gehen bereit sind. Das brauchen sie im Prinzip auch niemand anders mitzuteilen, nicht mal uns. Und der dritte Punkt, so bitter die Tagebauplanung für die Betroffenen auch sein mag, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Zumindest diejenigen, die sich entschlossen haben, die Auseinandersetzung zu führen, haben Macht. Sie haben viel mehr Macht als viele von uns hier, die sich auch engagieren. An ihnen kommt man nämlich nicht vorbei, egal wie der Koalitionsvertrag ausgeht, sogar egal wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Die Energiewende lässt sich verlangsamen, aber sie lässt sich nicht mehr umdrehen und sie schafft den faktischen Hintergrund für weitere juristische Initiativen. Sie schafft den starken faktischen Hintergrund für weitere juristische Initiativen, für politische Einflussnahme, für Öffentlichkeitsarbeit. Wir müssen die Öffentlichkeit nicht fürchten und ich weiß aus vielen Gesprächen, die Medien sind sensibilisiert für das Thema und viele Journalisten berührt das auch, worüber sie berichten. Und eine Sache, die ich aus der Diskussion mit NRW für Brandenburg noch gelernt habe, ist folgende. In der Lausitz heult der Wolf. Ein armer Landstrich. Nur durch die Braunkohle ist doch die Lausitz zu Wohlstand gekommen. Ohne die Braunkohle gehen die Lichter aus. Wie grundverlogen diese Argumente der Kohlebefürworter sind, wird deutlich, wenn wir den Blick nach Immerath werfen. Hinter Köln, in eine uralte Kulturlandschaft. Schon die Römer waren da. 100 Doppelzentner sind eine Missernte. Eine der reichsten Wirtschaftsregionen Europas, wo den Leuten das Geld aus den Ohren wieder rauskommt. Nicht allen, aber ich sag mal, wo wirklich. Ja, das ist Rhein-Ruhr, das ist die Region um Köln, wo sie alle Karneval feiern. Ich sag mal, und genau in dieser Region findet genau das Gleiche wie in der Lausitz statt. Einige wollen richtig viel Geld verdienen und dafür werden andere um Haus und Hof gebracht, von ihrer Heimat vertrieben. Und erstens ist es volkswirtschaftlicher Unsinn, das wissen wir aus der Diskussion um die Energiewende. Und zweitens ist das einfach bitteres Unrecht. Und es geht um die ganz grundsätzliche Frage, die ist einerseits eine juristische, aber es geht um die Grundfesten, meiner Ansicht nach die Grundfesten unserer europäischen Zivilisation. Wenn man sagt, darf man damit, sagen wir hier Beispiel Brandenburg, darf man damit 5.000 Menschen Arbeit haben, 2.000 Menschen von Haus und Hof und Heimat vertreiben. Und da sagen wir, das darf man nicht. Ist nicht vereinbar mit unserer christlichen Kultur, das ist nicht vereinbar mit unserem freien Deutschland, das ist schon gar nicht vereinbar mit der Energiewende. Und deshalb werden wir nicht nachlassen, den Widerstand dagegen zu führen, bis diese Sache zu Ende ist.